Moin Moin und herzlich willkommen zum NHR. Heute geht's um genau Farben. Farben unterscheiden sich nicht nur in ihren Farbtönen, sondern auch in ihrer chemischen Zusammensetzung. This is a Chucky Beat Production. Ich wollte so langsam mal einen Gegner doch bekommen und hier ist der seine fehlenden Punch-Scammer mit Reiben kaschiert. Unter deiner letzten Runde stand Bremerhaven rasiert, doch bin ich fertig mit dir, heißt der Bremerhaven verliert. Mit deiner Sonnenbrille bist du ziemlich peinlich, sie sein wäre noch trauriger, wenn du jetzt noch den Mittelfinger zeigst. Mit deiner Scheiße kann man leider nicht punkten, hat es mehr Punches in der Quali als danach in den Runden. Und egal was du jetzt bringst, Tears, du bleibst der Verlierer, denn es bringt dir nichts gut zu klingen, wenn man kein Battleship liefert. Aber ich sehe schon, Tears ist voll gefährlich, verdammt, der steht ganz wütend vor Graffiti und dann schreit er dich an. Du hast einen Song über den Bremerhaven. Bremerhaven ist echt krass, bist richtig stolz und nennst euch selbst dann nur Toilette der Gesellschaft. Hartz IV, Drogen, mehr ist da nicht bei. Ey, so wie du berichtest, ist der Bremerhaven echt nice. Aber immerhin kann man sagen, der steht zu seiner Stadt. Ist ganz bestimmt nur Zufall, dass er nichts Gutes zu sagen hat. Doch nach dem Song gab's für den Pisser dann noch länger keine Klicks. Also schaffst du dir Ray und machst dann das Team hier Männer-Air mit. Doch lang hielt das Team nicht und plötzlich bist du jetzt allein dabei. Und das doch nur, weil Leute zu dir meinten, Ray sei nicht so geil. Da merkt man richtig, wie der Bremerhaven hier zusammenhält, wenn du dein Partner rauswirst, nur weil du allein besser gefällst. Oh nein, nicht das im Bremerhaven, shit, was ich mich traue. Ey, jetzt hol doch deine Freunde, Dislikes machen mir nichts aus. Denn denk mal nach, ich muss den Bremerhaven nicht ficken, sondern nur wiedergeben, was du in dem Track so vermittelst. Mach's jetzt im NAR mit, obwohl du Text dich halt einfach gar nichts bringst. Also mach lieber Tracks, weil du dafür viel mehr geeignet bist. Und dann nennt er sich Tears, Alter, wie deep die Scheiße ist. Das war ihm doch nicht von Lea Fix, das ging anscheinend an dich. Hallo Tears, du vergießt hier jetzt Tränen. Deine Scheiße, die kann ich mir nicht geben. Tears hat keine Punches, der erwähnt hier nur Fakten. Doch ist anscheinend nicht in der Lage, daraus etwas zu machen. Denn so wie es aussieht, merkt er nicht mal, dass die Aussage fehlt. Wenn der Reflect in 3 Minuten sagt, dass er die Maske trägt. Und da ich mein Gesicht nicht zeige, kommt jetzt wahrscheinlich das gleiche. Sagst, man soll dich nicht fett nennen, doch kommst mit Oberflächlichkeiten. Und Reflect hat nur 4 Tracks, ey, das war ja echt gemein. Denn der Tears hat um die 20, aber hören tut's dann halt keiner. Ey, der Sprechgesang wie Flächenbrand, ich hoffe, das war ein Scherz. Ey, dein Rap ist nur ne Stichflamme und das höchstens im Meer. Du hältst dich für viel zu krass, also halt einfach die Fresse. Du hast einen voll soliden Flow, doch echt beschissene Texte. Und letzte Runde war der Rentner da ja auch schon fast am Arsch, also wie willst du das gewinnen? Und ich hab einen zweiten Part. Du bist so verdammt oldschool, dass du Punchers nicht verstehst und denkst, es reicht im Battle dann den Gegner einfach zu erwähnen. Also sieh es einfach rein, du kannst mir gar nichts, du Bauer. Du heißt zwar Tears, nur nach dem Battle gibt's keinen, der um dich trauert. Sorry, doch NIA hat sich für dich wohl nicht gelohnt. Und nach dem Battle nennt sich Tears dann direkt um in Depression. Reicht am besten gar nicht ein, du bist eh schon zu weit. Ich mach den nächsten Veteran hier grad dem Erdboden gleich. Also sag mal an, was willst du noch, du Spaß? Du hast das Battle schon verkackt, bevor es angefangen hat. Hallo Tears, du vergießt hier jetzt Tränen. Deine Scheiße, die kann ich mir nicht geben.